Das darf sie aber noch ein wenig üben, die Schirmherrin für das Volkssängerzelt auf der Eurenwiesen, die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner. Ich warte noch immer auf einen Anzapfkurs, aber ich hätte natürlich Kontakt, die könnte ich schon machen, wenn man denkt, die kriegen schon immer wieder irgendwie rein, muss ich jetzt sauber drauf haben. Aber nicht nur als Schirmherrin wird sie fungieren. Nein, Ilse Aigner wird auch den Titel der Schönheitskönigin der Herzen auf der Eudenwiesen 2018 in ihrem Zelt innehaben. Ja, ich finde das wirklich super und bin mit großer Begeisterung Schirmherrin, weil die Volkssängerkunst und insgesamt die Couplets und die Kabarettisten und so weiter, das ist was ganz Besonderes. Das passt einfach unglaublich zu Bayern. Auch das gewisse, ja, die gewisse Ironie, Selbstironie, die Schlitzohrigkeit. Und die Schönheitskönigin drückt das ja wirklich in Perfektion aus mit der Balli Prill, die sie wirklich sauber auf den Arm genommen hat und natürlich alle mit dem Schönheitswahn. Also ich finde, das ist eine perfekte Kombination und ich freue mich da richtig drüber. Im Zelt zur Schönheitskönigin wird gelacht, gefeiert und vor allem gesungen. Mit unserem Konzept hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Jungen sagen, ja, was passiert denn da? Ich habe noch nie meinen Vater so lustig gesehen oder so singen gesehen. Und die Alten sagen, mein Gott, jetzt kommt auf der Wiesn die alte Musik, die wo wir schon immer gesungen haben. Weißpferdlein, Wagen von der Linie 8 und so weiter. Verantwortlicher fürs Programm, wie bereits im letzten Jahr, Jürgen Kirner von der Couplet AG. Wir machen in dem Jahr wirklich noch mehr Programm im Zelt drin. Ja, normalerweise müsst du für so ein Programm Eintritt zahlen. In der Schönheitskönigin ist es ohne Eintritt. Und es ist nicht so, dass man meint, es ist jetzt von hinter vorgestern, sondern im Gegenteil. Es sind allabendlich unwahrscheinlich für junge Leute draußen. Und es muss halt immer nur die Alice sein, die man auf die Nacht im Zelt drin plärrt. Aber kommen wir noch einmal auf den neuen Titel der Ministerin zurück. Die Schönheitskönigin. Wie kommt's? Wir wollen nicht schön sein aus der Schönheit wegen, sondern wir wollen schön sein aus dem Gemüt. Das ist doch wichtig, dass man jemanden kennt und dass man sagt, mein Gott, der ist ein Lieber, das ist ein Nette, das ist ein, man muss doch nicht nur noch die Schönheitsideale, wie es heute in die Zeitungen propagiert wird. Nein. Bayern gibt es eine ganz andere Schönheit. Ist dieser Grübiger, ist dieser Netter, ist dieser Wiefer? Ist dieser wie weh und so weiter und so fort. Man schaut ihn an und weiß genau, wen hat man wie. Und das ist wichtig und das leben wir auch in unserem Z. Ja, gibt's denn nur was Heiles, von toten Sauerschweines, aber heut gibt's eine Rera-Kuh, eine Rera-Kuh, eine Rera-Kuh. Bravo!